Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder eine Runde Minecraft. Und auf einem neuen Server, nämlich blockbande.de. Das ist ein Server von iQuimax. Ihr kennt ihn vielleicht, hier da oben steht er auch. Das ist ein Owner praktisch. Ein Owner ist eigentlich schon ein YouTuber, aber ihr kennt ihn so oder so. Und ihr seht auch schon an meiner Spielzeit, ich habe schon 2 Stunden hier drauf gespielt. Ja, musste ich machen. Nee, ich habe einfach schon mal ein bisschen hier geguckt, was das denn hier alles so ist und wie das hier alles funktioniert. Und ich kann euch hier auf jeden Fall auch mal so ein paar Dinge zeigen. Dieses Day One Item kann man nur holen, praktisch, wenn man da alle, also wenn man als allererst am ersten Tag auf dem Minecraft-Server war, und das war halt am 5. und ich bin zwar den Discord am 5. gejoint, aber nicht den Server, und jetzt habe ich Pech, jetzt kriege ich das ja halt nicht mehr. Aber macht auch ehrlich gesagt nichts. So, hier gibt es ein Auktionshaus, da kann man praktisch hier so Sachen holen wie Diamanten und sowas. Also da kann man dann praktisch wie bei einer richtigen Auktion hier einfach Geld jetzt hier, also jetzt könnte ich hier 365 bieten und dann würde ich das halt bekommen. Ach so, und man kann das hier auch noch nach Blöcke und hier alles, also man hier Eisenblock, man kann das hier auch noch nach Rüstung und sowas alles geil anpassen. So, das zum einen. Dann gibt es hier neben direkt den Händler und hier kann man einmal Sachen verkaufen, nämlich Holz für 50 Dollar oder halt Sand oder was weiß ich, was man sich da holen will. Und dann kann man sich hier auch einmal für 50 Dollar Brot holen, wenn man mal kein Essen hat. So, die Bande, da könnt ihr euch Banden erstellen. Also mit dieser Bande könnt ihr die Bank ausrauben. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Da muss ich aber die Bank erstmal finden. Ich glaube, das müsste hier die hier schon sein. Nee, die hier meine ich. Das ist, glaube ich, hier die Bank. Ja, auf jeden Fall kann man da dann halt auch das ausrauben. Warte, wo ist die Bande? Genau, hier Perks. Die schaltet man mit Kisten frei. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob man mit einer Vote-Kiste auch die hier freischalten kann. Auf jeden Fall kann man hier Perks freischalten. Also praktisch hier, ich zeige euch das mal, Speed, kein Hunger, Inventar behalten, Eile, Jump Boost, Fly, das ist auch ganz geil auf dem Plot, Stärke und kein Fallschaden. Ja, hier gibt es einmal einen Gem Shop, da könnt ihr euch dann halt hier die Kisten kaufen oder halt Ränge. Genau, hier so. Da kann man sich dann halt hier die Ränge kaufen. Ich weiß gerade gar nicht, was das teuerste ist. Ah, den Supreme Rang ist der teuerste, okay. Hier sind dann die Kisten, die man hat. Ich habe gerade keine, deswegen kann ich es hier auch schlecht anklicken. Du hast 0 Truhen. Ich hole mir aber gleich erstmal eine Truhe und zeige ich euch mal, was das so ist. Nämlich hier mit dem Voten könnt ihr kostenlos eine Kiste praktisch kriegen. Da steht hier auch normale Kiste erhalten, / Vote. Und das mache ich einmal und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich das hier eben kurz gemacht habe. Okay, da bin ich wieder zurück. So, ich habe jetzt hier gewotet und jetzt müsste ich normalerweise hier eine Kiste haben, die ich nicht habe. Perfekt. Problem ist auch, ich sehe mich tatsächlich hier drin nicht. Schreib mal kurz hi in den Chat, so. Warum habe ich denn jetzt die Kisten nicht erhalten? Meine Kisten. Ja gut, ich muss noch mal kurz noch mal neu voten. Wartet kurz, Leute. Okay, so, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt müsste ich die aber auf jeden Fall erhalten haben. Ja, da ist meine normale Kiste. Ich würde sagen, wir öffnen die auch mal direkt hier. So, mal sehen, was wir jetzt kriegen. Bitte irgendwas Geiles. Schmiedvorlage. Seltenheit unmöglich?
Wo hier gespawnt. Normalerweise spawnst du bei so einem Typen, wo random Teleport steht. Bei mir steht es jetzt nicht, warum auch immer. Aber hier kann man dementsprechend dann farmen. Ne? Also das ist dann hier die ganz normale Farmwelt. Ja. Man muss halt schnell sein, denn umso schneller man ist, umso schneller kriegt man hier Essen und sowas. Weil Essen ist wirklich überlebenswichtig. Wir gehen aber jetzt mal kurz zum Spawn zurück. So. Und gehen mal kurz ins Nether. Da kann ich das euch auch mal kurz zeigen. Ich habe jetzt zum Glück nichts mit. Ich habe nämlich alles in meine Kiste gepackt. Wenn ich jetzt hier auf Random Teleport drückt, dann bin ich schon teleportet worden. Und ja, hier kann man jetzt dementsprechend hier das hier farmen. Ich kann es jetzt nicht farmen, weil ich habe keine Pickaxe. Aber ja. Genau so. So farmt man hier. Ein End gibt es irgendwie nicht. Zumindest habe ich es hier noch nicht gesehen. Also es kommt aktuell irgendwie hier nur die Farmwelt und Nether. Vielleicht kommt irgendwann ja nochmal das End. Ich weiß es nicht. Das hier ist die Bank. Ah, und hier, die kannst du dann ausrauben. Also die Bank habe ich selber noch nicht ausgeraubt. Was ich euch sagen kann, ist, den Überfallen. Also überfallen könnt ihr nur mit Eisenrüstung. Und wie man bei mir sieht, ich bin arm. Ich habe keine Eisenrüstung. Aber ja, das kann man halt hier machen. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz zu meinem Plot. Also ihr könnt mit Plots. Oder mit /GS. Okay, gibt es nicht mehr oder was? Okay, gibt es anscheinend nicht mehr. Dann könnt ihr /Plot Auto machen. Und mit Auto erstellt ihr euch ein Grundstück. Wenn ihr ein Grundstück habt, drückt ihr einfach Plot H1 an. Und dann kommt ihr zu eurem Plot. Ich habe jetzt nicht viel, weil ich habe nicht gespielt. Ich habe vorgehabt, das in Stream ein bisschen weiter zu spielen. Ich habe hier 13 Eisenbarren, also beziehungsweise jetzt ein bisschen mehr, ne? Ja, also vielleicht kommt auf jeden Fall ein Stream am Samstag, wenn es zeitlich passt. Wenn es zeitlich passt, kommt da auf jeden Fall eins. Wenn nicht, dann nicht. Muss ich dann halt sehen, ne? Ja, auf jeden Fall. So sieht der Server aus. Also viel mehr kann man hier auch eigentlich gar nicht machen, ne? Man kann jetzt hier halt in die Farmwelt gehen und ein bisschen farmen. Und das werde ich jetzt mit euch auch noch tun. So, und wir hier mal kurz unsere ganzen Holzdinger mit. Weil ich bin tatsächlich wieder gestorben. Deswegen habe ich das hier noch. So. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier in die Farmwelt. Man muss leider irgendwie immer /spawn eingeben. Weil Warps gibt es nicht. Oh, ich habe jetzt falsch geschrieben. Warps. Das gibt's hier irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Also wäre eigentlich geil, wenn es das geben würde. Aber egal. Jetzt bin ich hier wieder bei meinem alten Spawn. Wartet mal. Man kann natürlich auch Homes setzen. Es wird hier irgendwie nicht ausgedingst. Aber hier Home. Ich weiß gar nicht, wie viele man hier auswählen kann. Also wie viele man erstellen kann. So. Hier ist so eine Höhle. Da war ich gestern mit meinem Freund. Ne, vorgestern genau. So. Gehen wir hier mal kurz Kohle holen. Verkaufe Prime-Hose. Senden wir eure Angebote. Ja. Also, achso, genau. Arm hier ist ja auch ein YouTuber. Der spielt ja auch gerade drauf. Habe ich voll vergessen zu sagen. Also, das ist praktisch auch ein YouTuber. Der ist nicht der Inhaber hiervon. Deswegen hat er nicht den Owner-Rang, aber den Creator-Rang. Genau. Ich weiß auch aktuell nicht, ob irgendwie andere User den Creator-Rang kriegen können. Das weiß ich nicht. Ja. Was ich aber weiß, dass es eigentlich ein ganz geiler Server ist, ne? Also, ich find's geil. So, wir fahren jetzt hier erstmal ganz viel Kohle. Ich habe, glaube ich, auch meinen Beacon noch im Auktionshaus. Kann das sein? /Auktion. Blöcke. Irgendwie habe ich den aber auch nicht mehr wieder. Irgendwie ist mein Beacon auch einfach weg. Geil.
Ah, hier. Beendet. Da habe ich ihn wieder, so. Du hast dein Item aus dieser Auktion wieder erhalten. Geil. Vielleicht sollte ich die doch für etwas weniger verkaufen. Die Frage ist halt auch, wer kauft das, ne? Warte, wir packen die nochmal rein. Auktion erstellen. Ja, wobei ich mach das jetzt nicht. Vielleicht im Stream irgendwann. Und es wird dunkel. Das ist tatsächlich Mist. Problem ist, ich gehe mal kurz wieder nach Hause. Plot H1, weil ich will mein Beacon nicht verlieren, falls ich sterbe. Das ist, wäre nämlich sonst Kacke. Das hier auch. Und die Kohle packe ich hier auch mal rein, beziehungsweise kann ich hier reinpacken. So. Slash. Spawn. So. Ja, ist ein bisschen komplizierter, aber eigentlich recht geil. Oh, bin ich jetzt gespawnt? Ach, du Heilige. So. Könnte sein, dass jetzt hier Mobs sind, auf die ich gar keine Bock habe. Aber egal. So. Wir fahren jetzt hier erstmal ein bisschen Holz. Ich wollte euch eigentlich nur diesen Blockbundle-Server zeigen. Weil der halt neu ist. Also der ist jetzt schon seit 3 Tagen oder so, glaube ich, da. Ich weiß es aber jetzt gerade auch gar nicht mehr. Das Interessante ist, dass es vorher auch gar keine Mobs gab. Also du konntest farmen, farmen, farmen und es kam halt einfach kein Mob. Diese ganzen Ausrufezeichen bei den Namen sind übrigens, aua. Oh Scheiße, ich habe meine Axt gedroppt. Bist du? Da. Nein. Ich sterbe wieder. Hör, gerettet, Alter. Gerettet. So. Warte, ich gehe mal kurz zu meinem Plot. So. Ich könnte hier tatsächlich auch Bäume einmal kurz anpflanzen. Mache ich auch einmal. So. Vielleicht nicht so. Ich weiß auch gar nicht, wie die wachsen. Also ob die überhaupt wachsen hier. Keine Ahnung. Okay, Sand haben wir schon mal. Wir könnten natürlich auch Sand verkaufen, aber ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr. So. Komm, ich packe jetzt den Beacon hier nochmal rein. Auktion. Der ist für 5000 drin hier, der Beacon. Okay. Bei Blöcke oder wie? Bei Blöcke, ja. Gut, dann packe ich den auch für. Zum Item ist das hier. Kategorie Blöcke. So, Startgebot ist 5000. So. Also 5000 Münzen. Dauer eine Stunde. Ja, eine Stunde passt eigentlich ganz gut. So, Option erstellen. Bestätigen. So. Das ist jetzt meins und das ist jetzt seins. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's auch erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen Tag. Haut rein, euer Sandro. Ciao, ciao.